Sowas passiert, Leute, sowas passiert. So, die letzten Minuten oder Stunden des Deadline Days laufen jetzt ab. Rechts seht ihr nochmal die derbsten Transfers, die jetzt gerade noch so stattfinden. Es gibt Transferangebot für Andrei Rus von Sarpsborg 08. Ist das Schweden? 560.000 würden die zahlen. Ja, würde ich mal annehmen. Andrei Rus war ja eigentlich nie wirklich überzeugend in unserem Team, wenn man ehrlich ist. Von daher geben wir ihn gerne ab. Und da geht er jetzt auch. Also Andrei Rus verletzt den Verein. Einer weniger im Team. Aber ganz ehrlich, das ist okay. 560.000 über Marktwert. Wird wahrscheinlich ein D-Preis sogar nur sein. Okay. Ja. Aber es ist niemand, dem ich nachtraue, ganz ehrlich. Wie gesagt, war nie überzeugend. Von daher nehmen wir die halbe Million mit. So, und dann ist der Deadline Day auch erledigt. Ich würde mir wünschen, dass es noch so einen Bericht gäbe, darüber, was sich alles so in der heimischen Liga getan hat. Na, also wer jetzt hier so alles gewechselt ist und so, das wäre noch ganz cool. So, 55, aha, 53, aha, okay. Man sieht jetzt hier zum Beispiel heutige Gesamtausgaben in allen Ligen 1 Milliarde. Ja, super. Ja, Rotation ist wichtig, Brudi. Und danke, dass du dabei warst. Aber da muss natürlich mehr kommen in der Zukunft. Das ist ja klar. So. Scout-Abschlussbericht. Was habe ich denn da alles angefragt? Maximilian Philipp. 74er Rating. Aha. Ich packe ihn mal in die Transferzentrale. Ich weiß nicht genau, warum der da drin ist, aber er ist da drin. Dann, wen haben wir hier noch? Marc Uth. 74. Ist ja auch kein schlechter Spieler, ne? Transferliste, vielleicht deshalb. Da habe ich wohl mal ein bisschen was geguckt, ne? Lukas Höhler haben wir uns angeschaut, offenbar. Auch 74. Vertrag läuft aus, das heißt, wir könnten ihn vielleicht sogar ablösefrei bekommen. Das wäre natürlich ein Träumchen. Felix Fleming, das ist er hier. Fleming wahrscheinlich. Engländer. Von Everton auf der Transferliste. Okay, der ist schon in der Zentrale. Und Argentinien ist auch abgegrast. Dann schicken wir gerade mal unsere Scouts in alle Welt. Nicht die Aufträge, sondern das hier brauchen wir. Ach Mann, ich mache alles falsch hier. Ach, ist aber auch so kirre, ne? Ist hier nicht richtig? So, ich dachte ja, Aufträge gehen so. Ah, okay. Okay, wo scouten die denn überall? USA und Argentinien waren abgegrast, habe ich gehört. Das heißt, wir gehen hier mal nach Nordeuropa. Wo könnten Spieler von uns sein? In Irland zum Beispiel. Das könnte gehen. Und dann bleiben wir mal in Nordeuropa und gehen auch noch nach Norwegen. Vielleicht gibt es da ja den einen oder anderen, der was für uns sein könnte. Rumänien wird weiter gescoutet. Aufträge gucken wir uns auch nochmal an. Wir suchen nach jungen Leuten. Aber ich würde sagen, wir suchen auch nach Stammspieler-qualitativen Leuten, die vielleicht keinen so langen Vertrag mehr haben, dass wir da noch den einen oder anderen eventuell bekommen. Keine Ahnung. Kommt ja auch immer drauf an, wer von uns geht, wo wir dann Bedarf haben. Aber die Spieler, die gescoutet sind, die sind schon mal gescoutet. Das ist das Gute. Und jetzt schauen wir mal auf die aktuelle Tabellensituation. Dinamo hat schon gespielt. Normalerweise wären die punktgleich mit uns, haben aber ihr Spiel gewonnen. Wir sind momentan Fünfter und sind damit immer noch oben dran. Ist natürlich ärgerlich, dass Botoşani jetzt punktgleich mit uns ist. Ja, das hätte einfach nicht sein müssen, aber gut, so läuft es halt manchmal. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Spiel hier noch an, allerdings in der anderen Ansicht, also nicht selbst spielend. Das hier ist das Team, das können wir auch mal kurz zeigen. Interessant. Ich kenne keinen davon. Vielleicht ja ihr. Und dann gehen wir rein in die Simulation. Aber erstmal schaue ich, ob wir hier noch
irgendwie was durchtauschen können. Denn so manche Spieler sind ja dann doch ganz schön angefressen. Und ich habe nicht nach dem Dingens geguckt. Das wollte ich noch machen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe nicht nach dem Trainingsplan geguckt. Hier ist es. Aha, und da haben wir es auch schon. Munteanu, der ist volle Kanne auf Leistung. Auf Leistung? Ah, genau. Auf Leistung und nicht auf Energie. Das ist das Problem. Balotelli ist eher auf Energie gepolt. Da können wir auch mal ausgeglichen machen. Bei ihm machen wir auch ausgeglichen. Leistung ist gut. Genau. Als Torwart geht das. Und bei ihm machen wir auch mal ausgeglichen. Kein Wunder, dass die ganze Zeit platt sind, wenn sie eben diese Trainingspläne haben. Beim neuen Inné müssen wir auch noch hier das umstellen. Er soll natürlich klar an seiner Entwicklung arbeiten. Nur wenn du Stammspieler bist, dann sollst du auf deine Energie auch achten. So, liebe Leute. So. Dann würde ich sagen, Munteanu ist fit genug in Mayburg. Inné allerdings nicht. Aber ich kann auch Schmid nicht hinstellen, weil er sich nicht erholt. Nicht ordnungsgemäß. Das heißt, Telis wird da mal spielen. Das heißt aber auch, ich gehe nochmal auf diese Trainingspläne und gucke, dass Schmid mal ein bisschen mehr Pause bekommt. Der ist halt schon etwas älter. Insofern, ne, muss man da, glaube ich, einfach ein bisschen Nachsicht zeigen, weil sonst wird er ja gar nicht mehr fit. Das wollen wir ja nicht. Wir brauchen ihn ja schon als Ergänzungsspieler. So, dann muss ich das hier nochmal einstellen. Also, Telis statt Ené. Und dann kann von mir aus der neue Ené nochmal auf die Bank. Und dann gehen wir rein in diese Partie gegen Utah. Let's go. Lezago. Utah in den roten Trikots zu Gast beim SC Ozulu Galatz. Und da gibt es gleich mal die gelbe Karte gegen unseren tschechischen Mittelfeldspieler Šamek. Wieder super abgelaufen. Das machen unsere Verteidiger wirklich gut. Konnten wir jetzt auch schon in den zwei Spielen beobachten, die wir selbst gespielt haben. Und jetzt Achtung, Platz für Balotelli. Ah. Eieiei. Wieder eine gute Chance. Šamek. Jetzt Telis. Und da ist Munteanu und der verliert den Ball. Balotelli fast mit dem Ball gewinnen. Bodisterno kriegt den Ball. Nach Kopfball. Duellsieg von Franke. Oh nein! Und das ist die Führung. Pop. Mit der Führung für Arad. Ah je. Fehlpass. Munteanu und Šamek laufen sich gegenseitig über die Füße. Direkt wieder Uta Arad am Ball. Und das ist super gefährlich. Wir kriegen den Ball zum Glück geklärt. Schön. Balleroberung. Ogunbayi. Rittmüller auf Ogunbayi. Balotelli. Viel Kuddelmuddel da. Jetzt müsste mal die Flanke kommen. Und das war abseits. Bitter. Bittere Nudel da hinten. Mit der Abseitsposition. Ich weiß gar nicht, wer es war. Und Achtung, nächste Chance und nächstes Tor. Leitzmann mit dem 2-0. Boah, Kinder, was ist denn jetzt los, Alter? Was ist denn jetzt los? Wer hat schlechte Werte? Früchtl hat keinen guten Wert, aber es ist bei zwei Gegentoren noch nicht so überraschend. Ansonsten fällt keiner jetzt so wirklich auf. Positiv wie negativ. Wir haben leider keinen richtigen Stürmer. Wir haben Ogunbayi natürlich, klar. Dann lass mal McNamara reinkommen. Oder Ine. Komm, wir lassen mal Ine die nächste Chance, oder? Nein, komm, McNamara. So, und dann, ja, weiß ich gar nicht. Mittelfeld wäre vielleicht auch mal Handlungsbedarf vonnöten. Aber ich wüsste jetzt nicht, Radu möchte ich jetzt ungern reinbringen. Also gehen wir rein. Ach, jetzt habe ich zum Ergebnis. Ach, ich bin so blöd. Ich wollte weitermachen und bin zum Ergebnis gesprungen. Ja, wir verlieren 2-0 gegen Arad. Das lässt sich jetzt feststellen. Wir verlieren also 2-0. Bitter. Sehr, sehr bitter. Das ist nicht das Ergebnis, mit dem wir hier großartig vorankommen. Im Gegenteil. Und jetzt müssen wir schauen, was das in der Tabelle aussagt. Also, wir ignorieren mal die Neuner. Das können wir nicht, aber
guck mal, wenn Dynamo gewinnen würde, wären sie auf 19 Punkten. Wenn Rapid gewinnt, wären die auf 18. Und wenn wir gewinnen, wären wir auf 15. Müssen allerdings auch schon wieder gewinnen, denn Sepsi ist jetzt oben mit 20 Zählern. Die ziehen so ein bisschen davon. Also wir sollten jetzt schauen, dass wir möglichst im nächsten Spiel wieder Punkte holen. Arad ist jetzt an uns rangekommen und das nächste Team, unser nächster Gegner, hängt uns auch schon im Nacken. Also die Universiteta Craiova ist das nächste Team und die haben auch sehr coole Trikots, muss man sagen. Ist mir aber egal. Die haben vor allen Dingen ziemlich viel Druck auf uns. Wir gehen rein. Nächstes Spiel. Alle Spieler sind fit, wie mir scheint. Das ist schon mal sehr gut. So, dann können wir aber trotzdem mal den neuen Ine wieder auf die Bank bringen. Machen wir mal hier hin. Ja, ihn, Radu, können wir eigentlich rausmachen, weil wenn ich den eh nicht bringen will, ist ja Quatsch, dass er auf der Bank sitzt. So, dann gucken wir mal, dass wir heute vielleicht noch mal ein paar Spieler mehr reinbringen können. Gegen Ende des Spiels. Jetzt erstmal geht's rein in die heutige Begegnung. Mit der üblichen Aufstellung. Also, Supporterclub Orzelul-Galatz gegen Universiteta Craiova. Auswärtsspiel. Und es geht für uns natürlich um viel. Denn so langsam sind wir in der Phase der Saison, wo sich entscheidet, ob wir wirklich vorne mitspielen, vorne dranbleiben können oder ob wir ins Mittelfeld der Liga abrutschen. Das ist die Frage. Erster Angriff von Craiova ist schon mal passé. Rittmüller jetzt im Konter. Flanke kommt nirgendwo an. Balotelli, Schamek. Ah, Nogunbai rennt ins Aus. Schade. Schade. Also wie gesagt, für uns eine wichtige Phase in der Saison. Und das ist das Gegentor von Markovic. Boah, Junge, was ist da nur los, ey? Nicht gut. Monteanu. Balotelli. Abgefälschter Ball. Torwart ist zur Stelle. Balotelli. Monteanu. Schön. Gleich mal die Balleroberung. Monteanu. Ecke. Wieder Monteanu mit dem Abschluss. Nächste Ecke. Ogunbayi. Das war ungefährlich. Aber gleich wieder der Ballgewinn. Also wir machen richtig gut Druck. Botticheanu. In die Hände des Torwarts. Überhaupt kein Problem, den zu halten. Ogunbayi. Stark. Balotelli muss auf die Außen ausweichen. Ogunbayi. Neudecker. Ball noch im Spiel. Und das war's mit der ersten Hälfte. Craiova führt. Wir schauen uns mal kurz die Werte unseres Teams an. Wieder Früchtel mit einer schlechten Bewertung. Aber ich glaube halt, wie gesagt, dass das nicht unbedingt daher kommen muss, dass Früchtel die ganze Zeit Torwartfehler macht. Sondern halt einfach, dass er ein Gegentor kassiert hat. Ne? Da ist, glaube ich, FIFA oder EAFC in der Bewertung relativ eigen. Ishfan. 2-0. Leute, Leute, ey. Ja, und das kann es halt an der Stelle nicht sein. Wir nehmen mal Früchtel raus. Vielleicht hat er heute ja wirklich nicht seinen Tag. Wir tauschen mal ein bisschen wild durch die Gegend. Weil das kann es halt nicht sein. Ne? Also, 4 Wechsel. 5 sogar. Teles, Anton, Özal, Schmid und Mohamed kommen neu ins Spiel für Früchtel, Rittmann, Rittmüller, Hotti, Ogunbayi und Chamek. Mohamed, sehr gut. Gut gehalten, verhindert hier Schlimmeres. Wir wechseln mal auf sehr offensiv. Let's go. Super. Da ist gleich mal Anton unterwegs. Schade. Ballverlust. Okay, ganz kurz mal geguckt. Balotelli wird mit Sicherheit da hinten stehen, ja.
Das ist genau das, was ich möchte. Huch. Okay, das Livio-Ine. Livio-Ine da finden spielen. Machen wir mal so am besten. Super. Und let's go, Jungs. Jetzt möchte ich was sehen. Wenigstens noch ein Tor. Body Sterno. Ene. Ballverlust. Ja. 3-0. Wir kriegen einen richtigen Einlauf von der Universität der Craiova. Und das ist überhaupt nicht gut. Wir haben gerade noch drüber geredet, wie wichtig diese momentane Phase ist. Und dann hier so reinhauen. Bitter. Da unten sind wir. 13 Punkte haben wir jetzt. 7 Punkte Rückstand auf den ersten. Mit einem Sieg können wir immer noch, ne, so Platz 4 ungefähr. Platz 4, 5 erreichen direkt. Also wir sind noch nicht so schlecht unterwegs. Craiova hat uns jetzt überholt. Aber es ist natürlich alles in allem nicht so geil, dass wir jetzt da so drin hängen. So, jetzt die Universität Cluj und dann geht es im nächsten Spiel im Pokal gegen Botoşani. Eventuell ein Spiel, weil ich spielen werde. Gucken wir uns mal an, aber das jetzt in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und dann hoffe ich, dass wir hier irgendwie wieder einen Fuß in die Saison kriegen. Momentan läuft es wieder mal nicht gut. Ich weiß nicht genau warum, aber wir werden es rausfinden. Und werden das versuchen abzustellen. Also bis dann. Macht's gut und ciao, sagt euer Fritte. Tschüss.